So, das Wichtigste in Kürze. Überlagerten Bandspannen. Und da hatten wir die Normalspannungshypothese. Man bildet eine Vergleichsspannung und diese Vergleichsspannung entspricht der größten Normalspannung im Werkstoff. Wir hatten die Schubspannungshypothese. Bilden wir eine Vergleichsspannung aus der maximalen Schubspannung im betrachteten Punkt und müssen die verdoppeln, damit wir es dann mit der Festigkeit des Werkstoffs vergleichen können. Und wir hatten, ohne dass wir das hergeleitet hatten, die Gestaltänderungsenergiehypothese. Und da entspricht Sigma V einer etwas längeren Gleichung, nämlich dem hier vorne. Also die erstgenannte Hypothese, die N-Hypothese, beschreibt das Bruchverhalten von spröden Werkstoffen ziemlich gut. Die beiden anderen Hypothesen, S- und GE-Hypothese, beschreiben das Versagensverhalten von duktilen Werkstoffen ziemlich gut. Die Vorgehensweise ist dabei immer die gleiche. Einzelne Sigmas und Taus berechnen, zum Beispiel Normalspannung Sigma aus den Gleichungen für Zugdruck oder Biegung, je nachdem, was da halt gerade an Belastung da ist. Schubspannung Tau aus den Gleichungen für Torsion. Und wenn wir dann die einzelnen Sigmas und Taus haben, Mohrkreis zeichnen. Deswegen zeichnet man den Mohrkreis, ja, um Sigma 1, Sigma 2 und Tau Max abzulesen, denn die braucht man ja hier oben in diesen Vergleichsspannungen. Und wenn wir dann die Werte von Sigma 1, Sigma 2, Tau Max haben, dann bilden wir natürlich auch die Vergleichsspannung gleich direkt. Und der dritte Schritt ist dann, wenn diese Vergleichsspannung kleiner als die zulässige Spannung des Werkstoffs ist, ist alles okay. Dann erwarten wir, dass das Bauteil hält. Und wenn diese Vergleichsspannung größer als die für den Werkstoff zulässige Spannung ist, dann ist es nicht okay, weil dann erwarten wir, dass das Bauteil versagt. Es gab dann noch ein paar Gleichungen. Diese Gleichungen ersparen den Mohrkreis, weil sie nämlich zum identischen Ergebnis führen. Und zwar, so, da gibt es also drei Gleichungen, die den Mohrkreis ersetzen. Entweder nimmt man den Mohrkreis oder man nimmt diese drei Gleichungen, es führt zum selben Ergebnis. Die Gleichungen gelten allerdings nur für den Fall, dass man genau eine Normalspannung und eine Schubspannung aus diesen elementaren Lastfällen bekommt. Wenn es zum Beispiel zwei Normalspannungen sind, dann funktioniert das nicht. Und sie lauten, also nach der N-Hypothese ist die Vergleichsspannung gleich 1/2 von, jetzt alles in einer Klammer, Sigma plus Wurzel aus Sigma Quadrat plus 4 Tau Quadrat. Nach der S-Hypothese einfach nur die Wurzel aus Sigma Quadrat plus 4 Tau Quadrat. Und nach der GE-Hypothese die Wurzel aus Sigma Quadrat plus 3 Tau Quadrat.